Guten Morgen, Grexy People. Wo auch immer ihr gerade seid, im Auto, weg zur Arbeit, mit dem Hund spazieren oder ihr kommt gerade von einer Trainingseinheit. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei uns reinhört. Wir freuen uns immer über Wünsche, Anregungen und Beschwerden. Und viel wichtiger noch, unsere Mission ist es, unseren besten Content for free rauszugeben. Das heißt, schaut unsere YouTube-Kanäle an. Wir haben wirklich coole Playlists zusammengestellt mit Workouts, Daily Challenges, um mal auszuprobieren, ob das überhaupt was ist, was wir da so machen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Review hinterlässt oder einfach ein paar nette Worte. Schönen Tag. Viel geiler als bei uns geht's kaum. Das stimmt. Das heißt aber nicht, dass es für jeden das Richtige ist. Und lass mich das ein bisschen in den Kontext, in eine Perspektive hineinbringen. Jeder soll das machen, was ihm taugt. Egal ob das Laufen, Sandbags, Langhanteln, Schlitten, Reifen, Kung-Fu, jeder Sport dieser Welt. Jeder soll das machen, was ihm taugt. Mein einziger Input oder eine einzige Idee, die ich zum Nachdenken mitgeben möchte, ist, macht man das, weil es an Alternativen mangelt oder macht man das, weil es wirklich das ist, was ich gerne machen würde? Und ich kenne viele Leute, die Sport machen, also Sportarten, Laufen, Radfahren, was auch immer. Und dann der klassische Kraft- und Konditionsansatz ist dann immer Ausgleichstraining, ja, Rumpfstabilisation, Training und so weiter. Und das macht man dann, da kriegt man ein Programm, da steht drauf 4 Sätze von dem, 12 Sätze von dem und 23 von dem. Und man macht das halt so mehr schlecht als recht, weil es irgendwie in Wahrheit auch keinen Spaß macht. Was ist, wenn hartes Training, sinnvolles Training, ausgleichendes Training, Dysbalancen auszugleichen, Strukturen aufzubauen, auszugleichen, wenn das einerseits wahnsinnig anstrengend sein kann und auf der anderen Seite extrem viel Spaß machen kann? Weil wir das brauchen. Wir brauchen das. Diese Meer von man namastet den Bären weg. Das heißt, man setzt sich hin und der Bär verfolgt einen und dann, das funktioniert leider nicht. Heutzutage ist nicht mehr der Bär hinter uns her, physisch, sondern meistens ist der psychische Bär, der hinter uns her ist. Stress, den wir in uns selber machen, weil wir das brauchen. Wir sind dafür gebaut, um aktiv zu sein, um Stress zu verarbeiten und so weiter. Und vielleicht kann ein Training dazu beitragen, das ein bisschen besser zu machen. Aber nicht, indem ich mich mehr stresse, weil es mir eigentlich nicht wirklich taugt, sondern weil ich herausfinde, wie belebend und wie energiereich das ist, wenn man unter Anführungszeichen geil trainiert. Und viel geiler als bei uns geht's kaum. Grexys und alle, die noch Grexier werden wollen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es war unser Volksfest. Ich hoffe, wir haben euch eine kleine Gedankenjause für den heutigen Tag mitgeben können. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst oder einfach auch einen netten Kommentar oder uns eine Frage schickt. Wie immer an greg@gregsgym.com. Hier einfach reinstellen auf allen Social Media Kanälen oder mir direkt schicken. 0664 84 85 928. Wir haben richtig geilen Gratis-Scheiß, der richtig gut funktioniert da draußen. Get Grexy Challenge für 2 Wochen ausprobieren, YouTube-Playlist durchschauen. Ich wünsche euch was. Let's get Grexy.